Hallo Krebs, wie geht's? Ich bin Phoenix. Ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für die nächsten 48 Stunden für dich steht. Ja, schauen wir mal. Vaja, 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 vaja. Mein Gott, gibt's nicht, oder? Zeige es dir gleich, aber der Hierophant, ja? Der Hierophant, bitteschön. Sternzeichen Stier, muss ich schon sagen. Eine spirituelle Karte, eine große Arkana, aber weißt du, was interessant hier jetzt ist? Dass die Hohepriesterin auch da ist. Also, wir haben hier ein spirituelles Paar. Also wir haben tatsächlich hier Krebs mit eine starke Seelenverbindung zu tun. Und bitteschön, also ich meine in diese drei Karten, die ich jetzt gerade rausgelassen habe, es ist wirklich so unwahrscheinlich, dass diese zwei Karten tatsächlich hier, weißt du, also das ist kein Zufall. Das ist eine wirklich starke Seelenverbindung, was wir hier haben. Das spricht für Stier und diese Karte, die Hohepriesterin für Sternzeichen Fische. Und in Wirklichkeit, ich muss dir ehrlich sein, also diese große Legung für Krebs und Fische momentan ist wirklich sehr interessant. Also, ja, also musstest du wirklich dir anschauen, die große Legung für Dezember über YouTube, in YouTube, genau, zur Verfügung, ja. Also hier haben wir mit einem spirituellen Paar zu tun. Eine starke Seelenverbindung, ja. Das ist wirklich eine göttliche Führung, ja. Ja. Tatsächlich. Also es ist wirklich stark, was ich hier habe. Wir haben hier mit Gesprächen. Ne? Gespräche von Herz zu Herz sind hier zu sehen. Das ist hier auch ein Lehrer, ja. Ein Lehrer, eine Person, die viel Erfahrung im Leben hat, viel Weisheit und auch anderen Menschen hilft, ja. Also irgendwie, ich weiß nicht, wie du in Resonanz mit dieser Energie kommst, aber das spricht dafür, für einen Lehrer, eine Person, die hilft, ja, andere Menschen hilft und vielleicht mit Gesprächen, vielleicht mit, genau, also es ist eine interessante Energie hier jetzt. Spricht für Kompromisse natürlich, ist ja eine Karte, die mit alten Verhalten zu tun hat. Darüber haben wir jetzt bei dir auch gestern gesprochen, Krebs, in dieser großen Legung in YouTube, ja, für dich. Es sprach auch über dieses alten. Ja, diese religiöse Erziehung, ne? Also diese religiöse Erziehung, diesen alten Verhalten, ja, und ja, es ist eine interessante Karte, muss ich schon sagen, vier der Münzen zu sehen und fünf der Kelche. Tatsächlich, man sieht das auch schon in diesen Karten. Ne? Also man möchte irgendwie, also es hat mit dem Hierophant viel zu tun, diese vier der Münzen. Es zeigt schon eine Person, die an eine, also nicht loslassen kann, ne? Also eine Person, die nicht loslassen möchte, nicht loslassen kann, die an eine Situation festklammert und irgendwie, es kann schon möglich sein, dass andere Möglichkeiten, dass das Universum dir ja doch andere neue Möglichkeiten anbieten, aber du nicht offen dafür bist, weil du tatsächlich in dieser Vergangenheit noch feststeckst, ja. Und deswegen möglicherweise, und das genau den gleichen Gespräch wie jetzt gerade hatte ich gestern in der großen Legung für Krebs für Dezember 2021, ja, in YouTube. Also du, es kann möglich sein, dass du andere neue Möglichkeiten verpasst, ja, weil du in dieser Vergangenheit, in diesen Vergangenheit steckst und überhaupt, das hat auch mit Ego zu tun. Schau mal, die Sonne, Sternzeichen Löwe, Fische ist hier zu sehen. Aber hier die Sonne ist ja super, ne? Also das ist ja Klarheit in dieser Situation. Schau mal bitte schön, es ist nicht normal, ich sage es dir, es ist nicht normal.
Also, wir haben hier, das könnte wirklich super gut für Fische passen, aber gut für dich möglicherweise auch. Also, der Magier, fünfte Schwerter und die Hohepriesterin. Weißt du was, Krebs? Weißt du, was ich hier für mich, was ich hier habe? Mit Magie zu tun. Mit einer Person, die Magie macht. Und ich rede nicht über schwarze Magie. Nee, also. Nee, ich kenne mich da auch gar nicht aus und bin ich auch nicht interessiert. Die Sache ist, der Magier und die Hohepriesterin, das ist doch Magie. Irgendeine Person, die. Wir haben hier mit eine Hexe zu tun oder einen Magier. Es ist stark, also ist total stark. Also ich sage es dir, das ist Intuition pur, das ist Intuition pur tatsächlich, was wir hier haben. Aber hör mal jetzt, weißt du, was ich hier auch habe? Ich habe hier möglicherweise mit Manipulation zu tun. Ja, du wirst dich wundern, was ich so gerade sage, aber das wirst du jetzt selber wissen. Also ich habe hier tatsächlich mit der Magier und fünfte Schwerter mit Manipulation zu tun, mit Manipulation vielleicht durch andere Menschen, mehrere Personen, nicht nur eine Person. Hier können wir über mehrere Personen reden, aber die Intuition ist ja da, du weißt das auch. Also hier gibt es eine Person, ne, die schon bereits weiß, spürt, intuitiv, wir haben ja die Hohepriesterin, das ist ja eine Hexe eigentlich. Aber ich meine, gut gemeint jetzt. Also weißt du, ich meine, ich bin selber auch Fische. Und ja, ich bin gerne Hexe. Also kein Problem damit. Aber die Sache ist, also das spricht jetzt aber für dich, denke ich jetzt erstmal. Ne? Also das spricht für dich. Das ist deine Intuition. Immerhin, du bist auch Krebs, Wasserelement. Deine Intuition ist hier auch zu sehen. Diese Weisheit ist in dieser Karte. Für mich, diese zwei Karten hier, wir haben hier mit Manipulation zu tun durch andere Personen. Ja? Das ist, was ich denke. Das ist, was ich denke. Wahnsinn. Also, aber die Sonne ist ja hier. Klarheit kommt ja im Spiel. Ich meine, wir haben ja der Hierophant, die Hohepriesterin hier. Das ist ja wirklich eine starke Sache. Ey, warte mal kurz, Krebs. Denn der Magier ist ja jemand, der viel redet, also irgendwie. Ja, und dann nebendran, diese fünfte Schwerter ist ja eine ja, merkwürdige Kombination von Karten. Der Magier und der fünfte Schwerter. Ist nicht unbedingt und überhaupt, schau mal, die schauen sich ja an. Also der fünfte Schwerter, diese Person hier, schaut direkt der Magier an. Die Hohepriesterin nicht. Also die Hohepriesterin steht hier nebendran und schaut sich diese ganze Situation an. Ne? Das bist du ja. Du schaust dir die ganze Situation an und du denkst nach. Deine Intuition spricht für dich. Aber der fünfte Schwerter schaut ja den Magier an. Okay, warte mal kurz. Wahnsinn, gibt's nicht. Das gibt's nicht wirklich. Zweite Kelche unter dem Deck. Also Seelenpartner sind hier zu sehen. Ne? König der Kelche, ja. Und schau mal, was auf den Tisch gekommen ist, die Königin der Kelche. Diese Kombination Krebs hatte ich bei Fische gesehen, also gehabt. Das musst du dir unbedingt anschauen. Die große Legung Dezember für Fische. Das war nicht normal und sprach wirklich viel für Krebs. Ja? Und jetzt kommt hier der Stern, auch gerade bei Fische gewesen. Der Stern kam gerade jetzt bei kleinerer Legung Fische auch gekommen. Sternzeichen Wassermann, aber das ist eine Führung. Gell? Schau mal jetzt, was gekommen ist. Der Magier, siehst du mal. Neunte Stäbe. Neunte Stäbe.
Interessanterweise ist, dass die Königin der Kelche, Sternzeichen Krebs, Fische, Skorpion, begleitet mit den fünften Schwertern. Ja, also Wasserelement. Wir haben ja gesagt, Wasserelement haben schon ein bisschen mit dem Magier zu tun. Ne? Und hier gibt es eine Situation, die gewisse Misstrauischkeit gibt. Es gibt eine gewisse Misstrauischkeit hier. Ja. Es gibt eine gewisse Misstrauischkeit hier, Krebs, nicht vergessen, wir haben hier ein bisschen mit dem Ego zu tun. Ne? Ja, ich meine jetzt Gedanken, also das hatten wir bei dir gestern gehabt, die Gedanken, ne? Also Gedanken, was man sich so macht, für Sachen, für Situationen oder Personen, die man nicht kennt oder für Situationen, die man nicht versteht, ja. Also du weißt, wie das ist, Situationen, die man nicht versteht, man bildet sich eine Idee, man macht sich so Gedanken, die möglicherweise mit der Realität nichts zu tun haben. Ja? Und das hat viel mit dem Ego zu tun. Und deswegen sage ich immer, so wie du denkst, wirst du. Also ja, das ist der Geist. Ja? So wie du denkst, tatsächlich so wie du denkst, das wirst du. Und nicht vergessen, sondern das spiegelt sich dann immer wieder alles. Ja? Also deswegen fragen wir uns oft, ja, warum ist das? Ja, die Situationen spiegeln sich mit dir. So wie du von dir nach außen gehst, kommst von außen nach innen. Ja? Da musst du schauen. Und deswegen oft ist es so. Und wie gesagt, diesen Gespräch hatte ich gestern in der großen Lehrung für Krebs, ja, in YouTube. Also mehr nach innen gehen. Und da die Antworten suchen, ja, und nicht nach außen. Nach außen zu gehen ist immer einfacher. Nach innen zu gehen, ja, ist schwieriger. Weil es diese Selbstkritik, also wenn man sich selbst, die Kritik selbst in sich suchen muss oder finden, ja, das ist viel komplizierter. Damit kommt man weniger klar. Und das ist gerade hier keine Kritik, das ist halt eine Sache, die ich mit mir auch erstmal lernen musste. Ich mit mir und jeder von uns für sich selbst, weil es ist doch logisch. Ne? Also das müssen wir alle. Ja. Und wie gesagt, nach außen zu gehen, es ist einfacher. Aber nach innen zu gehen, deswegen, da muss man ja aufpassen. Also hier gibt es eine Situation, dass mit Misstrauischkeit zu tun hat. Misstrauischkeit, was mit einer Person, eine wichtige Person zu tun hat. Ja. Und mit der Hohepriesterin kam der Herrscher. Also hier haben wir sogar mit einem Geschäftsmann eine Geschäftsfrau. Es ist eine wichtige Person, was wir hier haben, eine ermächtigte Karte, der Herrscher. Interessant, auch gerade bei den drei Karten, auch bei Fische gekommen. Also irgendwie finde ich hier eine Verbindung mit Krebs und Fische. Schon seit gestern finde ich das und heute immer noch. Also hier haben wir Sternzeichen wieder. Es kann für einen Ehemann auch reden, eine Ehefrau, aber es ist eine ermächtigte Person. Ja? Wie gesagt, ein Geschäftsmann, eine Geschäftsfrau ist hier zu sehen. Wie gesagt, einen Lehrer, also ja, einen Lehrer irgendwie. Eine Person, die vielleicht, wie ich gesagt habe, mit dem Hierophant, andere Personen helfen, aber irgendwie jemand schützt sich hier. Ne? Jemand versucht hier zu schützen. Wie gesagt, du hast die Sonne bei dir, Krebs. Ne? Also die Sonne ist hier. Von da aus die Klarheit, diese Klarheit ist da, die du brauchst. Zumindest in den nächsten 48 Stunden wirst du diese Klarheit bekommen. Spricht für einen neuen Anfang, das hier, diese Karte. Ja? Das ist schon sehr positiv. Wie gesagt, wir haben mit sehr vielen spirituellen Karten bei dir auf dem Tisch. Ja? Und überhaupt Wasserelement ist hier sehr stark zu sehen. Diese gewisse Misstrauischkeit ist da zu den Magier. Ich denke, wie gesagt, der Magier, diese wichtige Person, spricht für eine Person, die tatsächlich sehr ermächtigt ist, aber hier gibt es Misstrauischkeiten. Also
Krebs, du wirst schon wissen, wie das hier jetzt in Resonanz mit dir kommt, ja? Ich finde es einfach nur interessant, muss ich dir schon sagen. Ich muss dir schon sagen, also. Aber das ist ja eine kleine Erlegung, ne? Der Rest musst du ja selber machen. Also ich wünsche dir einen schönen Tag und danke schön, dass du da bist, dass du mich zuhörst. Und danke schön für deine Likes und deine Abos, ja? Ich wünsche dir einen schönen Tag und wir sehen uns übermorgen. Ich werde schon schauen, was wir hier halt haben. Auf jeden Fall eine starke Seelenverbindung zu sehen. Eine starke Seelenverbindung zu sehen hier. Achtung da. Ja? Achtung und vorsichtig mit dem, was du dir in deinem Kopf alles ja, denkst, weil mit dieser Karte muss man ja auch ein bisschen vorsichtig sein. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis übermorgen. Tschüss, Krebs.